So, und da sind wir wieder. Jetzt schauen wir noch, dass wir ein paar Samen bekommen. 4 Stück an der Zahl. Und dann schauen wir... Oh! Machen wir es anders. Wir machen direkt ein Feld. Wir haben ja noch gar keinen Eimer, um das Wasser zu transportieren. Dann werden wir jetzt direkt als allererstes mal ein paar Felder vorne am Wasser machen. Damit wir einfach auch nicht verhungern. So. Eine Stone Hoe. So. Das kommt natürlich gelegen, diese große Wassermenge hier vorne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geh weg, Schaf. Ja, komm. Danke. Oh, das ist natürlich klasse. Eisen im Wasser. Kostengünstig, schnell. Da müssen wir uns natürlich gleich eine Spitzhacke machen. Steinspitzhacke reicht dafür aus. Ja, mich würde mal interessieren, wer von euch selber Minecraft spielt und wer nicht. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es so ausschaut. Natürlich auch gerne Bewertungen. Wie findet ihr meine Let's Plays? Schaut ihr sie an regelmäßig? Und so weiter und so fort. Wir sind ja jetzt schon bei der dritten Folge. Da kann man dann auch von einer Regelmäßigkeit langsam sprechen. Beziehungsweise einfach auch, man weiß ja, werde ich das wieder mal anklicken oder war eher doch nicht mehr. Der Typ ist langweilig und labert irgendein Stuss daher. Gut, Stuss laber ich, merke ich gerade selber. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, es geht wesentlich einfacher zu Let's Playen. Ein bisschen vorstellen und dann sind die drei Folgen auch schon alle um. Nein, es ist nicht ganz so einfach. Oh. Schnell was essen. So. Das wächst natürlich alles noch nicht. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppala. Das wäre äußerst ungeschickt, darunter zu fliegen. Solange das Weizen jetzt wächst, gehen wir hier mal wieder ein bisschen Holz holen. Dann werden wir da auch schneller wieder mit unserem Haus vorankommen. Ist ja noch nicht mal der Fußboden fertig. Mal an euch die Frage, wie kommt man noch schneller an Lebensmittel? Weil was anderes außer Getreide für einen Anfang fällt mir jetzt so auf die Schnelle gar nicht ein. Weil eine Rinderzucht geht nicht. Also ich selber sehe hier jetzt gerade recht wenig Rinder. Hühnchen ist so von früher bekannt, das dauert ewig und effektiv ist es rein gar nicht.
Und Weizen will nicht wachsen. Also irgendwo habe ich jetzt gerade leichte Probleme. Äpfelchen gibt es da wieder, sehe ich jetzt. Aber ich kann ja auch nicht 5 Folgen lang einfach nur Bäume durchfällen, da bin ich ein paar Äpfel zusammenbekomme. Und alle 10 Bäume kommt mal ein Apfel. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ist jetzt schon wieder Nacht. Oh ja. Das geht ja wieder rucki zucki hier mit den Nächten. Gleich ins Bett, Runde schlafen. So, guten Morgen. Irgendwelche Viecher hier? Sieht nicht so aus. Ha! 2 Äpfel. Da, wo die herkommen, dürfen noch viele, viele mehr herkommen. Aber im Endeffekt ist es trotzdem fast nichts. Wir können nicht rennen. Oh, ein schöner hoher Berg. So, wenn ich ganz ehrlich bin, auf die Kiste hätte ich natürlich verzichten können. Das bisschen, was hier drin war, da ist die erste Kuh. Tief. So. Vielleicht liegen hier ja noch mal 1-2 Äpfelchen, aber es sieht natürlich mal wieder äußerst schlecht aus. Samen, das ist natürlich nicht die Welt. 4, 5, 6, 7, 8. So, da wollten wir auch mal noch zumachen. Erde hier farmen. Ja, was könnte ich jetzt erzählen, während Erde klatschen? Das ist die große Frage.
weiß auch noch nicht mal genau, wie meine Folgen jetzt rauskommen werden. In was für einem Rhythmus. Das wird sich dann irgendwann noch herausstellen. Gut, ihr werdet es wahrscheinlich merken. Entweder wird die nächste Folge ein oder zwei Tage später kommen. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Und ich bin schon wieder am Sterben. Da ich verhungere. So richtig schön realistisch geworden, Minecraft. Sobald man nichts mehr zum Essen hat, fängt man an zu sterben. Gut, die Frage ist, was daran Schönes. So, immer noch nicht genug, um ganz zuzumachen. So, jetzt ist hier wenigstens zu Getreide. Langsam aber sicher fängt es an zu wachsen. Auch wenn leider nur sehr, sehr langsam. So, wir werden mal den Holzfußboden weitermachen. Fertig machen. So. So, da wird es dann unseren Eingang in den Keller geben. Die Folge ist auch schon wieder um. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.